So, ich probiere mal ein neues Spiel aus. Das hatte ich ursprünglich mal auf dem Handy versucht, weil das vorgeschlagen wurde von Google Play als ganz tolles Spiel. Aber da war mein Handy dann zu langsam für. Und darum habe ich das jetzt nochmal, weil es eigentlich doch ganz knuddelig war, nochmal auf dem PC installiert. Und will das jetzt mal probieren, das heißt Genshin Impact und ist ein Manga-Rollenspiel, will ich mal sagen. Da muss man sich anmelden mit dem Benutzernamen, seine E-Mail-Adresse oder Facebook oder Google oder sowas. Ja, mal gucken, ob es jetzt losgeht. Er muss noch mal was laden. Aha, okay. Dann gucken wir uns mal hier den Ladebildschirm an. Und lauschen der Musik. Ich hoffe, ja, ich bin überzeugt davon, dass das nur beim ersten Start jetzt hier so langsam ist. Auf dem Handy hat man so eine komische Steuerung. Da muss man irgendwie mit dem linken Daumen die Richtung, in die man rennen will. Und je weit man von der Mitte weg ist, desto schneller rennt man dann. Und mit dem rechten Daumen kann man dann irgendwelche Schwerter und Zaubersprüche auswählen. Ich fand das ziemlich gewöhnungsbedürftig, weil irgendwie muss man das Handy ja auch noch halten und dann noch mit dem Daumen rum. Also das, ich würde sagen, da verkrampft man dann schon nach einer bestimmten Spielzeit. Und ich hoffe jetzt hier inständig, dass auf dem PC mein Joystick geht. Das wäre natürlich das Beste. Bisher habe ich alles mit der Maus machen müssen, hier mit diesem gelben Mauszeiger. Aber ich hoffe, dass dann der Joystick funktioniert. Das ist doch viel schöner. Können wir sich mal zurücklehnen. Das werden wir gleich erfahren. Wenn der Ladebalken dabei 100% ist. Allen, denen es zu langweilig ist. Die können ja vorspulen. Hopp, was war denn das jetzt für ein Sprung? Hat das Spiel selbst vorgesprungen. Dann zum Start klicken. Okay. Ein weißer Bildschirm. Ein Schneesturm in der Schneewüste. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? Ah ja, da geht jetzt die Story los. But when you wanted to leave and go on to the next world,
Your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Wie deine Geschwister? Weibchen oder Männchen? Gib deinen Namen ein. Tja. Immer diese Namen. Irgendwas. Hauptsache, man kann es noch lesen. Also, Darakaya. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Tum 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 tum. Map dip dip du. Irgendwann ist auch fertig geladen. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Ja, ist ja schön. Drücke WASD. Drücke die rechte Maustaste, oder? Nicht so schnell! Wieso steht da leer? Leer. WASD. Was war die rechte Maustaste? Irgendwie ausweichen. Linke Maustaste. Draufhauen. Warum geht das nicht mit dem Joystick? Aber wenn ich Escape drücke, gibt's da vielleicht Einstellung. Eingabegerät. Nach vorn. W oder W? Nach vorn? Das ist nach vorn. Gehen nur Tasten. Das ist doch. Ah.
Das ist ja gar nicht schön. Steuergerät. Ah, wie doch. Ich dachte schon. Kann ja nicht sein, das, oder? Standardangriff ist dann B, Elementarfähigkeit ist RT, Spezialfähigkeit ist Y, Springen ist A, Aufsammeln ist X, dann müssen wir mal alles mal so lassen. Kann man da glaube ich noch runterscrollen. Grafik, ja. Ja, das lass mal, meine Grafikkarte ist nicht so. Wie kann ich jetzt rechts scrollen? irgendwie gar nicht. Oh, mein Mausrad jetzt nicht mehr. Mhm. Sprache. Audiosprache. Geht mit Sash. Was war das? Einstellungen. A verlassen. Wieso A verlassen? B ist immer verlassen. A ist auswählen. Mal X probieren. B probieren. B ist bestätigen. Nochmal ist B raus und A bestätigen. Hier ist überall B okay. Kann ich das hier ändern? Da muss ich jetzt erstmal B drücken, um reinzukommen. Eine B, um auszuwählen. Und dann B, um das richtig zu machen. Eieieiei. Ja, ist ein chinesisches Spiel. In China gehen die Uhren anders. A springen. X interagieren. Y. B, Standardangriff. Ah, das ist okay. Schnellzugriffsrad anzeigen, Zielmodus verwenden, Paimon-Menü öffnen, Chat. Okay, jetzt müsste ich eigentlich B, um rauszukommen. Das hat geklappt. Das ist ja total, total andersrum, ne? Grafik wollte ich nämlich mal reingucken. Hier kann man irgendwie noch ziemlich viel einstellen. Ah, genau. Hier wollte ich mal gucken. Okay, Englisch, Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch. Ja, da ist mir Englisch noch am liebsten. Weil weder in Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch kann ich irgendein Wort. Naja, vielleicht zu 10 oder sowas. Nutzerzentrum, Gutscheincode, anderes. Ach so, fällt mir ein. Das ist ein kostenloses Spiel. Das kann man sich einfach downloaden auf, oh, frag mich jetzt nicht. Ich müsste mal hier nach diesem, wie heißt das nochmal? Genshin Impact suchen. Aber es ist irgendwie eine, Pay to Win oder ein Freemium oder wie man das irgendwie nennen will. Wenn man schneller weiterkommen will, dann kann man auch bares Geld investieren da. Was heißt investieren? Aus dem Fenster werfen. Ich werde da kein Geld ausgeben. Das ist für mich immer so die besondere Herausforderung, da auch weiterzukommen, ohne Geld auszugeben. Und wenn es dann irgendwann viel zu langsam weitergeht, weil man kein Geld ausgibt, das ist nämlich häufig bei den Spielen so, dann höre ich aber auf und spiele was anderes. Weil dann ist es Zeitverschwendung in meinen Augen. Aber es gibt auch Spiele, die sind jetzt nicht so super ultra gierig. Und die kann man dann halt zwar nicht ganz so schnell wie andere, aber dennoch spielen. Und, tja, ich hoffe mal, das hier ist auch so eins. Aber das stellt sich immer erst später raus. Das ist ganz intelligent gemacht. Wenn der Macher, also der Hersteller, da denkt, er hat einen jetzt im Griff und man ist süchtig nach mehr,
Dann versucht er einen abzuzocken und ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das kann also lange, lange, lange dauern, bis das kommt. Weil wenn man den Spieler gleich am Anfang vor die Geldwand rennen lässt und er spielt das, kennt das Spiel noch gar nicht und ist dann auch nicht so richtig drin, ja, dann ist er weg auf Nimmerwiedersehen. Also muss man den erstmal so ein bisschen in den Zehenhonig reinlaufen lassen, bis er irgendwie bis zum Kinn drin steht und nicht mehr rauskommt, und dann kann man ihm irgendwie das Geld abzocken. Ist häufig so. So. Dann kann ich jetzt, schau mal, mich umschauen. Meine alte Grafikkarte kriegt's auch noch hin, so halbwegs. Dass man. Und, jetzt mal gucken. Ich springe. Yo, wow, wow. Riesen Kleid mit Schleier hat sie da an. Das ist natürlich ein hochhackiger Schuh. Genau das richtige Outdoor-Equipment. Ist ein bisschen, naja, hat ja auch riesige Augen. Es ist keine Lara Croft. Die ist, Lara Croft in Tomb Raider ist adäquat ausgerüstet und das ist ja eine Märchenprinzessin. Okay, springen. Ha! Ha! Okay, Schwert. Y? So. Und wie... wenn ich lange halte, geht Spezialangriff oder so. Und ausweichen ist dann oben rechts. Und hier ist irgendwie auswählen. Jetzt gucke ich mal in die Tasche. Ich habe ein stumpfes Schwert. Das ist deutsch, das ist schon mal gut. Die Träume eines Abenteuers und der Enthusiasmus bei der Reise sind zwei wertvolle Dinge, die das Schwert aber auch nicht schärfer machen. Mach es einfach mit Mut wieder mit, habe ich gesagt. Okay, jetzt haben wir uns mit der Steuerung. Was ist das hier? Ach ja, genau. Eine Krabbe. Komm. Okay. Und oben links scheint mir jetzt eine Karte zu sein. Und rennen, wie geht das? Ich drück mal drauf. Na, wagst du es nochmal? Mal länger drücken. Da scheint ihnen die Ausdauer runter zu gehen. RB, okay. Der Rand hätte noch ein bisschen mehr sein können, dann kann man die Schrift auch auf dem Hellen lesen. Egal. Was ist das hier für ein Teil? Eine Teleportationspunkt. Öffne das Kartenfenster, wähle einen Teleportationspunkt, den du schon freigeschaltet hast, um dich an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Okay, schnell reisen. Okay. LB gedrückt halten, öffnet den zum Einsehen der Karte. LB, das ist das hier. Ah ja, Karte öffnen, um deine Auftragsziele zu finden. Sternfalltal. Berühre die Statue der Sieben, um diesen Teil der Karte aufzudecken. Und das bin wohl ich. Und, okay. Vielleicht finde ich ja hier einen Schatz. Ja, nicht. Nein, mal wieder um. Kann ich eigentlich schwimmen?
Mit hochhackigen Schuhen und diesem komischen Ballkleid schwimmt das Fräulein. Na, so soll es sein. Wie kann ich denn rennen? Irgendwie muss man auch rennen können. Ach so. Das ist dann auch Rennen. Mhm. Okay, ich bin also der blaue Pfeil da oben links und muss jetzt hier zu dieser orangen... Weiß schon. Renn, 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 renn. Und da ist auch irgendwie hier mein Engelchen. Ja, was das darstellen soll. Hopp. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, verbraucht Ausdauer. Ist schon oben. Das war ja einfach. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Wo ist denn die eigentlich? Ja. Ich laufe jetzt einfach nur den Weg lang. Aber ich sehe, ich komme da wieder auf so einen orangen Punkt. Was schmeißt ihr da für Sternzeichen in die Gegend? Das ist das ihr Abgasstrahl. Minze, X. Oh, ich habe ein bisschen Minze gepflückt. Das ist der Ausblick wohl schön. That's a statue of the seven. Okay, da müssen wir also hin. Ja, okay. There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Da muss ich jetzt immer A drücken. Scheinbar wichtig sein. Überall im Land sind die Statuen der Gottheiten verteilt, um zu zeigen, dass sie über diese Welt wachen. Ich denke, ich muss das Ding berühren, damit die Karte aufgedeckt wird. Among the seven gods, this god controls the wind. Mhm, und das ist die Windgottheit. I'm not sure whether the god you're looking for is the animal god, but... Nee, ich suche meinen Bruder. Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Und der Grund wäre? Der Fremde, der den Wind fing. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Da blinkt noch mal was. Papieren. Die eine Frucht in knalligen Farben. Naja, wer weiß, wozu das zum Schluss noch gut ist. Ich kenne die Rollenspiele ja eigentlich. Spiele ich ja häufiger Rollenspiele, aber das war eigentlich bisher immer so mittelalterlich und Zauberzeug. Aber ich muss sagen, dieses japanische Manga-Stil hier, die Natur schön gezeichnet, der Ausblick ist schön. Und da läuft man doch gerne rum, oder? Ist auch schön. Und ich ja auch so ein bisschen mittelalterlich hier mit dem Schwert. Ist ein Schwert keine Maschinenpistole oder Laserpistole? You can swim right over. Ich kann schwimmen. Na okay. Dann schwimmen wir mal. Dann gib mal ein bisschen Gas. Ah, das geht auch. Sie krault dann. Aha, gut. Jetzt muss ich die Statue berühren.
Ich glaube, es soll doch mal aus der Wäsche. Ne, gut, gut, dass ich das Mädchen genommen habe. Das ist doch viel süßer als der Junge. So, und jetzt haben wir scheinbar hier schön die Karte aufgedeckt. Sternfallsee. Flüsterwald, Mondstadt, Mostsee. Mostsee. Gibt's, kann man da Wein draus machen? Windblickberge, Windblickkap, Sterngreifklippe, Tempel der tausend Winde. Ja, wo zuerst hin? Wo bin ich nochmal gestartet? Ich habe keine Ahnung. Okay. Markierung. Auswählen, um die Bezeichnung zu ändern. Belohnung anlehnen. Belohnung für Abenteuerstufe. Mondstadt Abenteurergilde. Sie behaupten, dass die Sterne hoch oben und die Abtrauende tief unten ihr Ziel sind. In Wahrheit retten sie aber auch Kätzchen und durchsuchen Ruine auf der Suche nach Schätzen. Auch mit hohen Ansprüchen muss man seine Brötchen verdienen. Es gibt eine Belohnung für dich. Sammle sie rechtzeitig ein. Ja, auf nach Mondstadt, oder? Was kann man hier noch so machen? Ursprüngliches Harz auffüllen. 60 Stück ursprüngliches Harz für 50 Stück Urgestein. Achtung, je öfter du innerhalb eines Tages auffüllst, desto mehr Urgestein brauchst du. Nee, will ich nicht. Ist doch alles voll. Das ist doch 160. Ich weiß nicht, was das ist. 160 Mond. Ob das Harz oder... Auf jeden Fall, das ist voll. Und, hä? Nee, 55. Keine Ahnung. Das erklärt die mir bestimmt irgendwann noch mal. Ich mache hier aber nicht zu viel. Ich gehe mal hier wieder raus. Did you just feel the elements of the world? Ja, natürlich. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. Die Enemo-Kraft. Animo. Wie, Anemonen? Diese Unterwasser... Was sind Anemonen überhaupt? Sind das nicht so korallenähnliche Teile da? Habe ich jetzt eine Unterwasserkraft? As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Aha. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. Bist du jetzt beleidigt oder was? If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Was? Mondstadt? Nicht Moon, Moon City? Mondstadt. Sag nochmal Mondstadt. Mondstadt is the city of wind, because they worship the god of animal. Mondstadt. Mondstadt. Nicht Mondbrötchen. Die Stadt des Windes. So perhaps, because you got power from the god of animal, you can find some clues there. Okay. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Okay. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Yep. B war das, ne? Ja, T. Boah, was war noch einmal der Bildschirm schwarz geworden? Verdampfen und verwirbeln. Gibt's nun Spezialfähigkeit? These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Was sind die Spiegelei? Hühnchen? Hä? Ein, was? Was? Wie? Wo? Wann? Was? Nicht so viel auf einmal. Ich habe ein Hühnchen und ein Spiegelei. Okay, also. Das Y scheint meine Spezialfähigkeit.
Fähigkeit zu sein. RT ist irgendwie auch was, aber irgendwie was anders. Nee, ich würde sagen, das erkunden wir mal im nächsten. Jetzt geht nicht mal Escape. Im nächsten Teil.